Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex, aber gleichzeitig auch zum letzten Part für diese Aufnahmesession. Jojo. Gut, ich möchte Erzberserker werden. Dafür müssen wir zu Ranga und ihm fragen, ob er jetzt einverstanden ist, dass wir Erzberserker werden wollen, weil Angrims Stimme haben wir jetzt ja endlich. Jo. Also dann. Mit Vorfreude. Also, dürfen wir jetzt befördert werden? Ich will über meine Beförderung sprechen. Angrim ist mit mir zufrieden. Angrim ist mit mir zufrieden. Ich bin überrascht. Normalerweise schiebt er einem zu schnellen Aufstieg den Riegel vor. Das heißt für mich, dass du ihn wirklich beeindruckt haben musst. Und das will was heißen. Wie schaut's jetzt aus? Ernenn mich zum Erzberserker. Nichts hält mich jetzt noch davon ab. Cool. Du hast dich wahrlich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht. Deine vorbildliche Unterstützung werde ich darum nicht unbelohnt lassen. Mit dem heutigen Tag stehst du im Rang eines Erzberserkers. Sehr gut. Trage diesen Titel mit Stolz und zeig keine Gnade mit denen, die ihn beschmutzen wollen. Gehe zum Schmied und hol dir bei ihm deine neue Rüstung ab. Denn heute beginnt für dich ein neues Leben. Du wirst keine Befehle mehr erhalten, außer es ist unumgänglich. Geh raus aus der Stadt und zeige den Menschen den Weg der Berserker. Wir sind stolz auf dich. Yeah! Pow! So muss es ausschauen. Neuer Rang, Erzberserker. 4000 Erfahrungspunkte und eine neue Fähigkeit mit unserer Faust. Yes! Na, Süße? Wie geht's dir? Wie geht es dir? Ich bin okay. Passt. Dann darfst du bei uns bleiben. So. Schön. Dann bohren wir uns gleich zum Schmied. So renne ich eigentlich. Schmiedlein. So. Ich brauche eine neue Rüstung. Was kostet der Dreck? Servus. Na! Also, der will was stehlen. Jetzt hätte mir fast der Schlag getroffen. Ach, ja, ja, ja. Darf mich? Na, ist verboten. Ich wollte nur schauen, ob man es erst zu bist also Erzberserker geworden. Gratuliere. Danke. Ich werde dir eine entsprechende Rüstung anfertigen. Aber ich warne dich. Das wird nicht billig. Ich hab's gewusst. Was, wie viel kostet der Dreck? Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja, das wird nötig sein. Hornschwert, das wird noch dauern. Rüstung, Erzberserkerhelm. 4000, noch was? Rüstung, ich trau mich nicht. 19.000. Ich kann sie eh nicht tragen. Konstitution fehlt mir ein Haufen. Ich glaube, so viel Geld hätte ich nicht einmal, wenn ich alles behalten hätte. Was stünde denn zum Verkauf? Die Axt können wir hergeben. Die Einser-Axt. Die Axt können wir hergeben. Boah, selbst wenn ich, glaube ich, alles verkaufen würde, würde ich da niemals hinkommen. Kriegsschwert ist schwächer. Will ich aber nicht unbedingt noch hergeben. Die Handgranaten haben wir schon wieder 7. Wo sind die hier? Ist halt irgendwie... Ja. Falls ihr im Hintergrund was rascheln hört, mein Wolfi tut gerade kochen. Ja, er kann das. Ein Kriegsbogen kann ich hergeben. 3500. Das ist so lustig. Ja. Wir können hergeben... Eigentlich den Setzerhelm. Trage ich den? Habe ich nicht einen Berserkerhelm gekauft gehabt? Habe ich nicht. Die Sonnenbrille ist ganz schön viel wert, ne? Die Setzerrüstung können wir eigentlich hergeben. Wir können die hergeben. Würde ich vielleicht noch behalten wollen. Bin gerade voll schockiert, wie teuer das alles ist, ne? Ja.
Der ganz normale Schockmoment. So, ja, ja. Wir hätten... Diese Energiespeicher brauche ich ja eigentlich nicht. Haben wir noch mehr von diesem Energieklumpert? Starke Energiespeicher. Brauche ich eigentlich nicht. Elex-Trank. Lass sie vielleicht mal. Vielleicht braucht es unsere Freundin dann. Den Energiespeicher tun wir weg. Ach du Heilige. Jo. Wir sind arm wie Kirchenmäuse. Richtig arm. Knochen und Zähne. Ich glaube, die Zähne könnten wir mal hergeben. Ich behalte wieder 10 zurück. Genauso wie die Knochen. Und die Krallen. Nehmen wir auch bis auf 10. Federn hat man für was gebraucht, glaube ich. Die lasse ich dann noch. Elektroschrot. So viel ist das gar nicht wert, ne? Klebeband, Goldbrocken, Eisenerz, Schwefelbrocken, Dietrich, Magnesiumfackel, bla bla bla. Was hat man denn noch ganz da unten? Nur Schriftstücke, ne? Ein Hammer. Die kann er haben. Die kann er haben. Die kann er haben. Das alles mal, den ganzen Schrott da mal weg. Ich behalte immer gern ein Stück zurück. So. Da haben wir auch 7. Boah, das kriege ich nie zusammen, glaube ich. Ah, ja. Ja, ja. Zigaretten. Auf 10 verkaufe ich mal alle. So, ja, ja. 7000 haben wir erst. Schön. Fehlt immer noch trotz allem so viel. Ja. Ich habe mir schon überlegt, Waffen herzustellen, wenn es möglich ist, und die dann zu verkaufen, ob die mehr bringen. Wahrscheinlich, ne? Hätte ich das Material vielleicht gar nicht verkaufen sollen. Aber ich glaube, man kann nur bestehende Waffen aufmotzen, oder? Egal, auf jeden Fall könnten wir uns nur den Erzberserker-Helm leisten. Und von der Rüstung brauche ich noch gar nicht sprechen. Gut, ja. Das lassen wir mal so. Wir müssen sowieso Konstitution lernen. Technik wird hier nicht gerne gesehen. 2, 3, 4, 5. Oh, wir haben schon bald Level 26, sehe ich gerade. Ich glaube, ich lasse es noch. Lassen wir es noch. Werkbank. Kann man hier irgendwas machen? Tatsächlich. Bonus Gefährtengesundheit. Was hätten wir hier? Bonus Resistenzen. Sockel einsetzen. Bonus Wuchtschlag. Bonus Gesundheit. Resistenz. Bonus Erfahrung Quests. Das wäre super. Gefährtengesundheit. Ich glaube, den nehmen wir. Kleiner weißer Stein. Hat das ihn gehauen? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt hat es ihn gehauen. Achso, die 2 sind schon drinnen. Okay. Passt. Bonus für Erfahrungen. Ich glaube, das war nicht verkehrt. Die Axt. Kann man mit der irgendwas... Tatsächlich, wir können da einen Sockel reinhauen.
Bonus Schadengefährte plus 1, Malusresistenz des Gegners, Bonus Gesundheit pro Treffer plus 1 und Bonus Schaden plus 1. Ich glaube, machen wir das. Schaden plus. Was wird man denn für Stufe 3 brauchen? Ich traue mich gar nicht schauen. Nochmal 17 dazu. Materialien hätten wir, Geld hätten wir auch. Und nochmal 17 Schaden dazu. Würde sie machen. Das fehlt uns halt noch hinten und vorne, aber das kriegen wir schon noch hin. Irgendwann mal. Na gut. Das Schild, das habe ich auch noch nie angeschaut. Konstitution würde uns fehlen. Ansonsten hätten wir alles. Immer mal Konstitution machen. 50, ne? Ja. Okay. Geht aber eh nicht. Brauchen wir vorher noch ein Level ab. Und dann könnte man das machen. Okay. Okay. Technik. Fuck. Die Rüstung ist noch ein weit, weit, ist noch ein weit entfernter Traum. Hauptmission. Geduld, Tod, Konfrontation mit Tenbilga. Dann werden wir das versuchen, ne? Dann würde ich sagen, porten wir uns Thorhalt. Was ist der da unten? Okay. Warum ist der jetzt da unten? Verstehe jetzt gerade nicht. Jetzt sind wir ziemlich weit hatschen. Ich hätte vielleicht doch... Vielleicht hätte ich doch das wählen sollen, dass wir alle Teleporter sehen. Der Aufzug, um die Verbannten in das Tal herunterzulassen. Ich habe nie wirklich verstanden, wieso er gebaut wurde, wenn es doch einen Fußweg hinunter gibt. Die Faulheit der Menschen fasziniert mich immer wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein Andenken an Gothic sein sollte. Da hat es zwar auch diesen Lift gegeben, aber man wurde damals einfach runtergestupst, ne? Geschubst. Gestupst und geschubst. So. Wow. Und da haben wir wieder einen Nachtschattengewächs. Und hin ist er. Geht ja ganz gut. So. Dann müssen wir mal speichern. Das wird sich mal anbieten. So, ja, bitte. Und dann schauen wir, dass wir diesen Thorgal finden. Platsch. Chap, chap, chap. Chap, chap, chap. Chap, chap, chap. Hü, hüpf. Ah, da ist was. Ein Hornwolf. Au. Ist viel. Ja. Ich muss jetzt mich wirklich anstrengen und mich wirklich ja noch mehr auf das Ermorden von Viechern konzentrieren, damit wir auch ihre Beute kriegen, weil wir brauchen Geld. Wir brauchen Elixit, also Splitter, dass die Hälfte genug ist. Ich hoffe nur, dass hier noch genügend Viecher rumstreuen. Davon haben wir schon sein nächstes Opfer. Der ist auch gleich eine Suppe. Hätte ich vielleicht sparen sollen. Aber gut. Komm, Fletcher. Passt, sehr gut. So. Oh, wir sehen Affe. Ah, da hinten. Ich habe mir schon gedacht, woher kommt jetzt das Geräusch von dem Viech? So. Passt. Tap, tap, tap. Das sind sehr beruhigende Geräusche. Nicht gut. Gar nicht gut. Ha? Was meint sie jetzt? Naja, es wird Nacht. Ich
bräuchte ein Nachtlager. Ja, der war jetzt gefährlich. Soll ich nochmal zurücklaufen? Es wird jetzt nämlich Nacht, ne? Oder? Dahin gab es ja eigentlich ein Hütchen, wo man sich das Nachtlager aufschlagen kann. Ich glaube, das werden wir machen. Legen wir uns kurz hin. So, lala. So, lala. Ich glaube, hier war es irgendwo, ne? Da oben. Da müsste es nochmal ein Bettchen geben. Naja, wortwörtlich ein Bett, wo man nicht drauf schlafen kann. Also, das ist echt super. Aber da hinten. Mann, ey. Oh. Ja, ja, schon gut. Na, umdrehen. Wo schlägst du denn hin? Also, das war jetzt echt keine gute Leistung. So, geht ja. So, looten, looten und looten. Ich wollte eigentlich nur da hinten hin. Ich wollte mich da eigentlich nur ausruhen. Da gab es, glaube ich, schon fix ein Bett. Uns wird es jetzt langsam ärgerlich. Ja, da haben wir eins. Bis zum nächsten Morgen, Pen. So, das haben wir uns jetzt verdient. Und dann gehen wir auf zu Torgal. Torgal, Torgal. So. Da haben wir auch noch was. Ein Opfer. Ich schwimme mal ein Stück. Komm her. Fast erledigt. So. Na? Ho, ho, hüpf. So. Dann springt man mal ein Stück. So. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. So. Ach, ist das schön, wenn sich die Ausdauer so schnell auflädt. Halt. Da ist ein Viech. Warte. Bevor es ein unbesiegbares zum Schluss etwa ist, werden wir schnell speichern. Dann schauen wir uns das an, was da drüben aufleuchten tut. Weiß. Warum weiß? Gruselig. Ach so, die Berserker. Ja. Ach so, und ein Raptor. Gut. Dann können wir weiter. Ho, ruck. Na, komm. Ho. Na, so, geht ja. Was geht hier ab? Was war das jetzt gerade? Ich werde hier auf dich warten. Oh. Radioaktiv verseucht. Mhm. Das gesamte Gebiet. Ich werde hier auf dich warten. Aha, dann versuche ich mal da hinten lang. Da scheint es zu gehen. Oje. Was haben wir denn davon? Oje. Du liebe Zeit. Ein Verlorener und ein Kriegsbolsch. Achtung! Ich würde mich gern um den da kümmern. Jawohl. Wow! Jesus, na. Puh! Ich werde mich versuchen, um diesen Unfall zu kümmern.
Ja, ich kann nicht weg, das ist das Problem. Ich muss mal was saufen. Alter Schwede. Voll. Ich will eigentlich da hoch, aber das klappt sowieso nicht. Das klappt sowieso nicht. Kletter mal da hoch, bitte. Super, weil er geht, ne? Ich hoffe, den besiegen wir jetzt gleich. Jawohl, der ist schon mal weg. Und sein Freund. So. Den looten wir mal aus. Das lief ja super. Aha, und sein Freund ist da vorne. Du, Krüppel, hallo. Ein Verlorener. Wütend. Der ist kaputt. Sehr gut. Dann haben wir da vorne noch ein Opfer. Da hinten wäre noch so ein. Na, unhold ist es gar nicht. Au, ein Wüder. Sag mal, ein Teleporter. Ich sehe einen Teleporter. Das heißt, ich muss da rein. Au. Ach nee, ich wollte doch was trinken. Mist, wie ich. Wow. So. Jetzt trinke ich nochmal. Meinen letzten, glaube ich. Nein, einen habe ich sogar noch. Wow. Das machst du jetzt ungestraft. Ich wollte einfach nur abhauen. Ja. Ich erledige das. Ich wollte wieder da hoch. So. Das machst du nicht ungestraft. Ja, wo ist er? Wow. Aha, sie tanzt ein bisschen. Dann hätten wir eh bald. Ah, wow. Alter, du Sauviech, du Dreckiges. Wo ich hinschieße, ne? Wow. Jetzt habe ich mich selber angezündet. Ich habe nichts mehr zum Saufen. Schön. Muss ich mal kurz verstecken. Naja. Mehr oder weniger verstecken. Ich wollte nämlich nur die einen neuen Heiltrank raussuchen. Mann, ey. Ja. Heiltrank haben wir noch einen, kleinen haben wir drei. Das ist nicht sonderlich viel. Das ist gar nicht viel. Zum Essen habe ich auch nichts mehr. Ja. Oh, okay. Da ist ein Rottmolch. Das machst du nicht ungestraft. Oh, kein Rotmolch, ein normaler Molch. Jawohl. Ich hoffe, ich habe noch genug Munition. Oi. Naja, geht.
Was, der ist erledigt? Der ist auch gleich fertig. Ja, der ist erledigt. Das ist sehr gut. Und wo ist der Rest? Irgendwo. Dann würde ich sagen, gehen wir mal looten. Schnell und schnell. Schnell und schnell. Schnell abhauen wieder. Hat's hingehauen? Gefährliche Gegend. Hat hingehauen. Sehr gut. Da liegt ein Stein. Den der eine Unhold, glaube ich, geworfen hat. Sehr gut, das lief ja mal nicht so schlecht. Aha, da kommt gleich wieder was. So, speichern. 5 Minuten machen wir noch, dann ist genug für heute. So, weil da ist auch schon Mittagszeit. Achtung! Ja, immer schön fest drauf. Na, umdrehen. Wo haust du hin? Der ist betrunken. Passt, erledigt. So muss das ausschauen. Sehr, sehr gut. So, einmal speichern. Ja, bitte. Dann gehen wir schnell den Teleporter aktivieren. Zack, zack, zack. Wahrscheinlich müssen wir uns auch noch mit diesem Unhold da drüben befassen. Oi, da ist noch ein Rottmolch. Bleib hinter mir! Naja. Oh nein, das ist sogar ein Zyklop. Noch schlimmer. Sehr viel schlimmer. Ah, den kriegen wir schon down. Das dauert halt nur ein bisschen. Dann haben wir hier safe, hoffentlich. Ah, schön mit Ruhe. Das ist wirklich stark. Stirb! Ach du Saufi! Ja, weg, weg, weg! Wow! Ach, dieses Viech! Achtung! Das ist echt cool, dass sie hier die Maklerin ist. Echt wahr. Schaut lustig aus gerade. Da hat die Gnädige einen kleinen Bug. Aber wir kriegen das schon hin. Kannst du nur noch um Stunden haben. Passt. Sehr gut. So, looten und looten. Dauert ein bisschen. Den tut man auch aus. So wie den. Dann ist einmal Speichern angesagt. Ja, bitte. Hui. So. Und dann glaube ich, haben wir hier clear. Teleporter, verbotenes Tal. Das freut mich. Liegt hier irgendwas? Ein Eisenerz. Metallschrott. Öllampe. Spielt da jemand? Aha, das sind auch nur Gegner. Ich wollte mir nur gerade ein bisschen umschauen, weil der Part ist eh schon so gut wie zu Ende. Wollte eigentlich nur den Teleporter noch hier freischalten.
und dann hier eigentlich den Part beenden. Was haben wir da hinten? Aha, da haben wir auch noch was Tolles. Eine Elex-Ader, die nehmen wir noch mit. Und dann lassen wir es gut sein für heute, glaube ich. Ja. Okay, passt. Dann würde ich sagen, machen wir in 14 Tagen nämlich weiter auf. Bis dahin habt ihr eh genug Parts zum Schauen. Hihihihi. Und ja, weil die Evil Within muss ich nächstes Wochenende machen. Jo, passt. Überlänge habt ihr jetzt auch 2-3 Mal. Ist auch schön. Gut. Na fein, fein. Dann beenden wir den Part für heute. Hui. Ja. War doch nicht so schlecht für diese Aufnahmesession. Ihr Lieben, das war's für heute. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, gleich. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!